gute Organisation, geht auch sehr zügig und ist auch mal was anderes für uns, weil sonst wir nur im Behindertenbereich Wettkämpfe haben. Und so mit Nichtbehinderten ist relativ selten und da nutzen wir das natürlich auch, die Chance, da mal mit Nichtbehinderten zusammen zu schwimmen. Und es ist echt gut hier, also top, läuft alles gut bis jetzt. Normaler Wettkampf. Ich meine, es macht die Geschichte einfach interessanter. Wenn man auf andere Behindertenwettkämpfe geht, gibt es in dem Sinn keine. Es gibt Leistung, aber es gibt nicht den Leistungskonkurrenzkampf, weil man einfach da als Einzelkämpfer einfach dann dort ist. Und hier ist halt die ganze Geschichte einfach transparenter und vergleichbarer. Und durch den gesunden Konkurrenzkampf bringt man auch einfach einen Tick mehr Leistung. Also, ich finde das eine schöne Geschichte. Also, ich will nicht sagen, dass es mehr Druck gibt.